Kid Patron am Beat. Was geht? Ich mach euch kalt, verscharre die Laberbacken im Waldgelände, zersetze sie in der Badewanne wie Seifenreste. Rapper sind für den Kannibalen hier keine Menschen, sie sind unnötig wie Nasenpflaster für Michael Jackson. Ihr labert von Markennamen und Seidenmänteln, von fabelhaften Designerhemden, kleine Bänge, die dreist vom Daimler und Weibern rappen, doch im Real Life an der Ladenkasse das Kleingeld wechseln. Lecter und Johnny Prinzip Blutmond, wer es noch nicht ausgecheckt hat, der kann das jetzt gerne tun. Kleine Eigenwerbung auf den Nacken vom guten Johnny, denn heute ist mal wieder eine Johnny-Reaction. Wir haben ja schon auf Wer reagiert, der Track mit Johnny und mir zusammen, mit Video, wo wir extra zu ihm gefahren sind, plus Blutmond, auf den wir nicht reagiert haben, und auf Niemanden Vertrauen haben wir reagiert von der DRS-EP. Das waren die Songs bisher und jetzt hat der Johnny sich einen kleinen Traum wahrgemacht, könnte man sagen. Denn er hat ein Feature mit Krijo Stalker. Den Mann kannte ich vorher nicht, obwohl der schon seit Urzeiten in der Szene unterwegs ist. Den hat Johnny schon gefeiert, seit er, ja, ein kleiner Lümmel war, könnte man sagen. Und jetzt hat er es tatsächlich endlich geschafft, sich ein Feature mit dem zu holen. Und diesen Track hat er mir in Form von einer Wave-Datei mit dem fertigen Master hier zukommen lassen. Ihr seht es auf dem Bildschirm. Und darauf werden wir jetzt zusammen das erste Mal reagieren. Ich bin hyped, ich hoffe ihr auch. Ich erwarte, dass es relativ düster wird, relativ unsettling, unangenehm, so wie wir es schon von Niemandem Vertrauen gehört haben. Aber vielleicht auch auf gute Bars, gute Reimtechnik. Der Song heißt Tote Augen. Also ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, in was für eine Richtung es geht. Wir starten rein, let's go. Sehr atmosphärisch von dem Pad hier bisher. Ich mag's, wie diese, da kommen erst zwei Akkorde rein und der dritte wird dann nicht ganz aufgelöst. Das lässt so ein leicht offenes Feeling zu und genau dann, wo diese Leere entsteht, weil dieses große, flächige, hallige Pad, wie gesagt, diesen Akkord nicht auflöst, kommt dann das Piano rein. Das erzeugt ein relativ deepes Feeling. Immer tiefer in die Dunkelheit, 24 Stunden high, puste Qualm aus, während mich irgendetwas nach unten reißt. So bis auf Mund auf Turn, ja man, alles dreht sich. Weißes Pulver, schwarze Seele, kein Zutritt zum Garten Eden. Ja, ich weiß, du suchst nur so etwas wie Halt. Hat keinen Zweck, hängst du am Abgrund, dann lässt man dich fallen. Das ist direkt halt wirklich eine geile Reimtechnik hier. Ich liebe es, wie es reinsteigt. Du hast, wie gesagt, dieses hallige, flächige Pad. Dann das etwas stärker definierte Piano im Mix, was aber nicht ganz so stark ist. Und dann kommt der Fader rein und plötzlich, boom, ist da Johnny mit einer unglaublich präsenten Stimme. Denn ich habe es ja schon gesagt, dass das Ganze ist produziert von dem guten Kid Patron. Ein unglaublich geiler Typ, Alter. Ich grüße dich an der Stelle. Ich weiß, du hast die letzten Videos gesehen. Ich weiß, du siehst es auch wieder, Alter. Ich wünsche dir gute Besserung, Mann. Lass es dir gut gehen. Shoutouts gehen raus an den Typen. Das ist einfach Gold, wirklich. Also von dem habe ich mir so viele Producer-Tricks abgeguckt. Der hat es wirklich, man muss echt sagen, der hat es drauf. Ich meine, allein weil er den Beat produziert hat und Johnnys Stimme gemischt hat, das hörst du halt einfach direkt. Johnny ist so klar, so präsent da, du verstehst alles, die Stimme hat Wärme und Fülle und gleichzeitig geht sie in your face nach vorne. Präsente Höhenanteile, klingt richtig gut aufgelöst und schön stimmig im Beat, es ist einfach geil dazu. Die Piano-Akkorde, die hier spielen, ach, bisher wirklich von der Qualität, ist mega. Immer tiefer in die Dunkelheit, 24 Stunden high, puste Qualm aus, während mich irgendetwas nach unten reißt. So Dunkelheit, Stundenhigh, nach unten reißt. Bis auf Mund, auf Turn, ja man, alles dreht sich. Weißes Pulver, schwarze Seele, kein Zutritt zum Garten Eden. Schönes Oxymoron, was er hier malt. Also dieser Gegensatz, weißes Pulver, schwarze Seele, wie sich das überschneidet, zwei Gegensätze. Das hat auch so was Schönes Philosophisches, weil mit Weiß wird was Gutes assoziiert und mit Schwarz etwas Schlechtes. Aber das Pulver ist das Böse und die Seele ist ja eigentlich etwas Gutes. Also quasi etwas Gut-Schlechtes und etwas Schlecht-Gutes, wenn man so will. Also quasi das Pulver als etwas, was schlimm ist, aber einem manchmal gut erscheint. Die Versuchung halt, ne? Und gleichzeitig die schwarze Seele, also etwas, was eigentlich gut ist, aber was halt durch viele Erfahrungen so geworden ist, wie es nun mal ist. Finde ich schön, wie er diese Überschneidung hier mit reinbringt. Was nach unten reißt, so bis auf Mund auf Turn, ja man, alles dreht sich. Weißes Pulver, schwarze Seele, kein Zutritt zum Garten Eden. Ja, ich weiß, du suchst nur so etwas wie Halt. Hat keinen Zweck, hängst du am Abgrund, dann lässt man dich fallen. Häng wieder mal beim Dealer, bin in der Nase Benzingestank. Ja, Speed hält wach bis in die tiefste Nacht. Es ist so, es ist wirklich ein Abgrund, den er da thematisiert. Er beschreibt halt sich selber, wie er gerade, eigentlich beschreibt er nur seinen Lifestyle, könnte man sagen. Das ist Johnny in seiner Essenz. Und bei dem, was ich von ihm gesehen habe, kann ich das auch nur bestätigen. Er hat wirklich einige Exzesse hinter sich. Das nagt natürlich unglaublich an einem.
Und hier, ich find's schön, wie er diese Bilder malt mit dem Abgrund. Mir gefällt auch hier beim Mix von der Stimme, wie da noch so ein relativ naher Hall mit drauf ist. Das könnte eigentlich schon so ein Slap-Delay sein, also so typischer nahräumlicher Hall, der die Stimme noch ein bisschen breiter macht und gut einfügt, den man aber stark hört. Finde ich geil, der ist auch an der Stelle, wo er das halt mit dem Abgrund erwähnt, ist er nochmal deutlich stärker. Also das, da wurde auch beim Produzieren aufgepasst, dass das stimmig ist. Also wirklich geile Qualität. Sorry, muss man nochmal sagen. Also da lasse ich mir auch nichts nehmen, da nochmal extra drauf einzugehen. Auch die Reimtechnik mag ich sehr stimmig alles. Zweck hängst du am Abgrund, dann lässt man nicht fallen. Häng wieder mal beim Dealer, bin der Nase Benzingestank. Ja, Speed hält wach bis in die tiefste Nacht. Schöner vorgezogener Reim dann noch, hängt beim Dealer ab, in der Nase Benzingestank, ja, das Speed hält wach bis in die tiefste Nacht, und der Reim hätte eigentlich noch eine Zählzeit weiterkommen müssen, aber er bringt ihn etwas vorher, zieht ihn vor, sodass da noch ein bisschen Platz ist, dann wurde auch schön nochmal das Delay gelassen, und dadurch wird einfach nochmal Atmosphäre erzeugt, das ist sehr routiniert. Ja, Speed hält wach bis in die tiefste Nacht. Blick in meine Augen, kein Leuchten und Kälte. Denen du vertraust, sie enttäuschen am Ende. Leg Zeug mit der Karte, sie träume vom Glastisch. Ich bin mir mit dem Teufel so derbe sympathisch. Krischo. Also einmal geil, wirklich, also er zieht quasi der Stoff, aus dem die Träume sind, kennt man. Aber wieder auch schön, wie das Bild, was er da malt. Am Ende, leg Zeug mit der Karte, sie träume vom Glastisch. Ich bin mir Zeug mit der Karte. Träume vom Glastisch. Auch schön. Etwas unsauber, aber trotzdem geiler fünfsilbiger Reim direkt hintereinander. Mit dem Teufel so derbe sympathisch. Krischung. Siehst du auch im Schatten die Dämonen? Mach dich aufs Schlimmste gefasst. Füll die Waffe mit Patronen. Geht den Weg so weiter. Ich glaub, bald fallen noch Schüsse. Nur Gartenböse verschachtelt wie Pandoras Büchse. Auch wieder vom Sounddesign geil. Wie das mit den Schüssen gemacht war und so weiter. Feier ich auch, weil da habe ich mich auch mal mit dem Kid Patron ausgetauscht, was das angeht. Weil ich es auch liebe, Sounds bei meinen Tracks einzufügen. Wirklich, gebt euch mal, wer von Johnny und mir wirklich, gerade bei meinen Parts, wirklich zickt davon. Da vielleicht sogar ein paar zu viel, aber ich find's cool, wie geil der Josh das hier auch macht. Das fügt sich mega gut in die Atmosphäre rein. Ich finde das Bild mit diesem Waffenladen als Metapher dafür, für die eigenen Kämpfe, vielleicht ein Tick zu überzogen. Aber ich find's geil, wie er den Krischo da noch mit reinzieht und dann sagt, quasi fragt, ob er das auch sieht. Ich mag das einfach, wenn beim Feature interagiert wird mit den Rappern. Und wie sich das bisher überschneidet, ich feiere das. Was ich beim Johnny noch sagen müsste, wäre, manchmal rappt er etwas undeutlich, was aber daran liegt, dass er belegt und emotional klingt. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Also es macht vielleicht von der Verständlichkeit von seiner Stimme etwas eine kleine Einbuße, trägt aber dafür zum Feeling bei. Bin erweitert, bevor der Tod uns verschlingt, tragen in den toten Augen eine Mondfinsternis. Auf Staub durch die Nacht, nie aus dem Albtraum erwacht, wir halten mit dem Abgrund den Augenkontakt. Pupillen erweitert, bevor der Tod uns verschlingt, tragen in den toten Augen eine Mondfinsternis. Auf Staub durch die Nacht, nie aus dem Albtraum erwacht, wir halten mit dem Abgrund den Augenkontakt. Oh, die Hook fand ich geil. Da hat er mir fairerweise, um das mal zu sagen, einen Ausschnitt geschickt, der war aber mega kurz. Da war der Gesang noch ein bisschen stärker, soweit ich eine Erinnerung habe. Fand ich damals schon dope. Das war so das erste Mal, dass ich Johnny hab so leicht singen hören. Man hört schon noch den tonalen Anteil sehr stark raus. Ich feiere das richtig dolle. Das kannst du ruhig öfter machen, Mann. Das klingt richtig dope, vor allem mit dem Track zusammen. Also vor allem mit dem Beat, meine ich. Aus dem Albtraum erwacht, wir halten mit dem Abgrund den Augenkontakt. Die Atmosphäre bedrohlich und kalt. Junkie-Wohnung, zieh vom Spiegel Kokain-Lines. Währenddessen kreisen Schatten und Dämonen mich ein. Kann gut sein, dass die Nachricht von meinem Tod dich erreicht. Balancier an der Klippe, mir peitscht die Kälte ins Gesicht. Das muss ich nochmal hören. Da war der Flow gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Wie gesagt, der Mann ist ja für mich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich kenne 2, 3 Tracks, wovon ich ein paar ein bisschen kritisch finde von der Message, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt gerade so fand ich es von der Message sehr stark. Message. Ich muss mir das nur nochmal geben, weil es auch vom Mix etwas irritierend war, weil gerade die Endlines, die Reime immer so ganz komisch verhallt waren. Also hat einen Hallraum erzeugt, der ein bisschen unnatürlich klingt für den Mix, der hier bisher gemacht wurde. Wir halten mit dich und kalt, Junkie-Wohnung, zieh vom Spiegel Kokain-Lines. Währenddessen kreisen Schatten und Dämonen mich ein. Kann gut sein, dass die Nachricht von meinem Tod dich erreicht. Balancier an der Klippe. Also viersilbige Reime sind auch wieder sehr, sehr gut. Für mir peitscht die Kälte ins Gesicht. Komm mit mir und ich tauche deine Welt in Finsternis. Durch die Hölle und zurück, von dem Rauschgift benommen. Hängen Viertel Gebäudekomplex aus grauem Beton. Schreibe 1000 Songs, soll der Sensenmann mich holen. In Gedanken schraube ich schon den Schalldämpfer auf die Kanone. Alles brennt. Es klingt halt flowlich ein kleines bisschen holprig, so wenn man das jetzt gerade hört.
Also, das klingt manchmal nicht ganz flüssig, es geht nicht ganz durch und du hast so das Gefühl, Satzpausen sind da, wo sie vielleicht, na, was heißt nicht sein sollten, das ist ja künstlerische Freiheit, aber Satzpausen sind da, wo sie dem Hörgenuss ein kleines bisschen im Weg stehen. Ich glaube, das ist ein, ja gut, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt sein Style ist, aber es ist die Art, wie er seine Stimme öfter mal einsetzt, so wie ich es gehört habe. Und ist Geschmackssache in dem Punkt, ist nicht so meins, aber es ist das, was ihn ausmacht. Komplex aus grauem Beton, schreibe 1000 Songs, soll der Sensenmann mich holen, in Gedanken schauen. Finde ich aber geil, wer den Reim in die nächste Zeile noch mit reinholt. Schon den Schalldämpfer auf die Kanone, alles brennt lichterloh, meine Hände blutrot. Ich dreh durch in meinen Adern BTMs und Alkohol. Deine Ambitionen und Träume, besser vergiss sie. Note Pech, schwarze Wolken über den Dächern der City. Tabletten süchtig, Nächte lang peppen weg, sniffen Nebeneffekt. Ich hab eklatante Gedächtnislücken. Finde ich aber cool, wie das gerade am Ende nochmal durchgezogen, also nonstop ohne Pause. Gedächtnis, Lücken, auch wieder, glaube ich, ein viersilbiger Reim. War cool, war sehr cool, wie er das nochmal durchgemacht hat. Und man kennt auch klare Parallelen zu dem, was Johnny rappt. Das wirkt wirklich so, als ob das halt wirklich ein Vorbild für ihn war. Auch von der Thematik, wie er das verpackt. Ist auch wieder mit dem Waffen packen und kämpfen und so weiter. Wie gesagt, das Bild, was ich schon ein bisschen überzogen finde. Da gefallen mir so Metaphern wie halt die grau-schwarzen Wolken über den Dächern der ebenfalls grauen Gebäude der City deutlich besser. Aber trotz alledem muss ich sagen, sehr stimmig, auch vom Mut her wirklich stark, wirklich stark. Ich hoffe wirklich, der Track kriegt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Hat er auf jeden Fall verdient. Vor der Tod und verschlingt tragen in den toten Augen eine Mondfinsternis. Auf Stopp. Wenn jetzt nochmal diese Open Hi-Hat dazugekommen ist, oder nee, ist glaube ich Shaker, ne? Dieses trinkt auch noch mal ein bisschen zum Rhythmus bei. Doch die Nacht nie aus dem Albtraum erwacht. Wir halten mit dem Abgrund den Augenkontakt. Pupillen erweitert, bevor der Tod uns verschlingt. Tragen in den toten Augen eine Mondfinsternis. Auf Stopp, doch die Nacht nie aus dem Albtraum erwacht. Wir halten mit dem Abgrund den Augenkontakt. Mondfinsternis in den Augen, Augenkontakt mit dem Abgrund. Ist schon, ja, man weiß, wo es geht, in welche Richtung. Schön, dass der Beat nochmal ausgefadet ist am Ende und dass es jetzt nochmal so ausklingt. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, schönes Ding, Alter, schönes Ding, Johnny, wirklich. Top, wirklich. Da kannst du dir mal selbst auf die Schultern klopfen. Das ist ein starkes Teil geworden, wirklich. Ich fand auch den letzten Track, den du hattest, Arctic, fand ich auch stark, wirklich. Der hier auch wirklich einfach top, Alter. Mach so weiter, zieh durch. Das ist Hammer. Also Props raus an beide. Und an Kid Patron, aber habe ich ja jetzt schon mehr als genug gesagt jetzt bisher. So Reactions machen mir gefühlt eigentlich immer am meisten Spaß. So, das sind Leute, mit denen habe ich Kontakt. Es ist einfach geil, was darüber zu sagen. Und diesen Fortschritt zu sehen, macht mich halt auch ein bisschen stolz, ne? Weil ich jetzt schon seit fast 2 Jahren mit dem Johnny Kontakt habe. Und so zu sehen, was für einen Sprung der mittlerweile gemacht hat, ist einfach krank, Mann. Es ist wirklich einfach geil. Und es macht mich, habe ich ja schon gesagt, echt ein bisschen stolz. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und liken und teilen, ja, und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Disco Nacht im Artemis, schwarzes Licht, harte Drinks, hacke dich.